Meine Damen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch heute möchte ich Sie aktuell informieren zur Corona-Lage in Sindelfingen. Die Zahl der Infizierten steigt weiter an. Wir haben aktuell 45 infizierte Personen in Sindelfingen. Ich weise immer darauf hin, dass wir natürlich die Zahl mit etwas Zeitverzug vom Gesundheitsamt bekommen. Die Kolleginnen und Kollegen haben natürlich auch sehr, sehr viel zu tun, aber uns sind aktuell 45 Personen gemeldet. Ich wünsche allen Infizierten gute Besserung und gute Genesung. Der Krisenstab bei uns tagt täglich zur Corona-Lage. Wir haben uns die letzten zwei Tage sehr, sehr intensiv mit dem ganzen Thema Finanzen beschäftigt, haben als Krisenstab dazu auch wichtige Entscheidungen getroffen. Das Thema Entlastung von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, von Familien, aber auch von Unternehmen in dieser schwierigen Zeit steht derzeit auch ein Stück weit auch im Mittelpunkt der Diskussion. Sie haben es gesehen, meine Damen und Herren, bei den entsprechenden sehr, sehr weitgehenden Maßnahmen des Bundes, aber auch das Land hat entsprechende Entscheidungen getroffen. Und auch für uns als Stadt Sindelfingen gibt es wichtige Entscheidungen zu treffen. So haben wir entschieden als Krisenstab, dass wir ab April vorerst die Kita- und Verpflegungsgebühren für Familien aussetzen. Das gilt natürlich auch für die verlässliche Grundschule. Damit wollen wir die Familien entlasten. Ganz wichtig ist aber auch, wir wollen all unseren Partnern Stabilität und Sicherheit gewähren in dieser Zeit. Das gilt ja im Bereich TAKI zum Beispiel. Wir zahlen hier entsprechend weiter. Wir zahlen für das Tagespflegepersonal. Wir zahlen natürlich aber auch weiter für wichtige soziale Einrichtungen, zum Beispiel für den Stadtjugendring, dessen Einrichtungen natürlich auch geschlossen sind, und viele andere Bereiche mehr, auch im Bereich der Schulsozialarbeit. Um nur einige wenige Beispiele zu nennen, wir wollen damit letztendlich für Stabilität sorgen und wir wollen auch sicherstellen, dass auch nach dieser Krise weiterhin die dann ganz, ganz wichtige soziale Infrastruktur erhalten bleibt und sind damit auch verlässlicher Partner als Stadt. Wir sehen natürlich auch die Probleme, die unsere Gewerbetreibenden haben. Und hier haben wir entschieden, relativ formlos entsprechend zu reagieren, wenn Stundungsanträge kommen bezüglich der Gewerbesteuerzahlungen. Das werden wir großzügig handhaben. Wir werden auch keine Stundungszinsen dafür erheben. Bei städtischen Gebäuden besteht ebenfalls die Möglichkeit für unsere Pächter, dass die Pachtzahlung ausgesetzt wird, ebenfalls zinslos. Und wir wünschen und hoffen, dass natürlich auch private Vermieter in dieser Situation ähnlich agieren und im Rahmen ihrer wirtschaftlichen finanziellen Möglichkeiten ebenfalls ihre Mieter und Pächter unterstützen. Wir haben auch das Gespräch gesucht, gemeinsam mit den Wohnstätten Sindelfingen und den Stadtwerken Sindelfingen. Auch dort gibt es entsprechende Entscheidungen, so ist entschieden und sehr klar, dass wenn Mitbürgerinnen und Mitbürger aufgrund der Corona-Situation in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen, dass es bei den Wohnstätten eben keine Kündigungen geben wird. Und das Gleiche gilt auch im Bereich der Stadtwerke bei der Versorgung der Menschen mit Strom, Gas, Wasser, Fernwärme. Meine Damen und Herren, das sind wichtige Maßnahmen aus Sindelfinger Sicht. Das sind erste Maßnahmen. Weitergehende Maßnahmen werden wir dann mit dem Gemeinderat beraten. Bund und Land haben ein großes Paket geschnürt. Auch wir als Stadt Sindelfingen wollen und werden hier unseren Beitrag leisten. Klar ist aber schon jetzt, dass auf die Kommunen zahlreiche Lasten zukommen werden. Gleichzeitig werden uns sicherlich auch die Steuern weiter wegbrechen. Insofern werden wir wohl auch dann die Unterstützung von Bund und Land benötigen, als kommunale Ebene generell. Wir werden auch einen Rettungsschirm dann letztendlich für die Kommunen brauchen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihr solidarisches Verhalten, wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Ihr Bernd Föhringer.